Was für so eine Statement sagen können, wir haben eigentlich sehr viel gesagt. Hören Sie es an. Würden uns freuen, wenn sich junge Menschen das ein bisschen zu Herzen nehmen. Und sich einiges anhören, das immer vergleichen, was ihre Eltern ihnen manchmal erzählen. So, wir sind Wildfremde für sie. So, wenn man dann ähnlicher Meinung ist, dann kann man schon mal hinhören, glaube ich. So, und das möchte ich auch nochmal sagen, die verstehen ja alle nicht das Leben. Wir verstehen das Leben. Wir wollen mal hoffen, dass wir da noch ein bisschen was bewegen. Schön wäre es, wenn wir auch im Ostblock noch ein bisschen was bewegen. Ne? Schade, dass wir da nicht mehr vor Ort können. So, und ich möchte auch die Ostblock-Geheimdienste nochmal bitten, unterstützen sie uns einfach. Das wird wahrscheinlich so sein, dass wir es bei Ihnen genauso machen wie mit den DDR-Bürgern, was ich vorhin gesagt habe. Eine Straßenbahnhaltestelle. Bewegt dich ruhig ein bisschen schneller. Ja, meine Frau hat auch so eine Schmerzen, muss ich ein bisschen bewegen. Wie gesagt, wir waren einfach viel zu lange drin. Man konnte uns jeden Tag super schön begasen. Jeden Tag 24 Stunden. Ja, möchte ich dann auch sagen, also dass uns dann auch die Ostblock-Geheimdienste unterstützen, damit wir da was aufbauen. Und der Mensch, der braucht wahrscheinlich Führungspersönlichkeiten und so. So, und den Adel hat man nicht umsonst ausgerottet, vor dem hatte man Angst. So, und dann entsteht er wieder und ist wieder da. So, wenn ich mich ein paar Mal fortpflanzen kann oder so, dann haben sie auch mehr Kinder und alles andere. Vielleicht haben sie dann auch entsprechende Frauen, die ich mir selbstverständlich aussuche. Auch wenn wir uns so nicht verstehen, aber wir haben das an unseren Freunden gesehen. Also sie werden schon längst von der Stasi und alles beeinflusst. Man war schon vorher bei ihnen dran und hat sie schon beklaut, bevor wir da kamen. Aber sie sind einfach fleißig und alles. Und ohne dass wir uns verstanden, haben wir genau gewusst, was sie für Menschen sind. Wir haben später näher gedacht, wir ehren uns noch ein bisschen und haben das dann darauf geschoben, dass es ja eine andere Kultur ist und alles andere. Nein, nein. Wir haben schon genau alles richtig gesehen. Sie wurden dann bloß näher von der Stasi gelenkt. So, und wir fürchten ganz stark um unsere Freunde. Wir konnten sie noch nicht direkt informieren, sondern nur über Mega Vertigo 2013. Das mussten wir gleich machen. Sonst hätten sie schon ihre Firmen und alles andere platt gemacht oder einfach leer geklaut. Und man hat riesige Wut, dass wir uns da einmischen, dass wir es erkannt haben. Und ich kann jetzt auch nicht mehr ausschließen, dass diese Drogen direkt, die sie hören da, in der Haltestelle, in der Bushaltestelle, wo diese Penner da kommen, möchte schön grüßen, diese Hampelmänner da im Auto, dass sie das aus Wut gemacht haben, weil wir natürlich unsere Freunde auch ein bisschen gewarnt haben und so. So, man löscht unseren Freunden alles. Vielleicht begast man sie auch in der Wohnung. Das können wir noch nicht genau sagen, das müssen wir sehen. Aber wir müssen da persönlich hingehen, weil das Ansimsen, das verstehen sie sowieso nicht. Und wie gesagt, sie haben immer ganz komisch geguckt. Wir haben natürlich alles über uns gesagt und man hat ihnen das wieder gelöscht. Oder ihr Hirn konnte schon nicht abspeichern, weil man sie auch nachts begast oder irgendwas. Das müssen wir erst mal sehen, was da los ist. Ja, ansonsten wäre ich da sehr dran interessiert und das wäre doch eine feine Sache. Und dann bauen sich da auch schön was auf. So, und unser Preis sind eben die Ländereien und alles und Schlösser und so. Was auch nicht unser Preis ist, weil wir sind die Erben. Sind da keine Nachfolger, sind wir das. Wir sind zumindest mit ganz Europa, wenn nicht sogar mit der halben Welt verwandt. Also schon allein durch meine Armen. Ganz zu schweigen durch meine Fürsten und alles andere. Aber das hat damit nichts zu tun und das lasse ich mir natürlich auch von Ihnen denn nicht nehmen. Möchte ich schon den Ländern des Ostens sagen, selbstverständlich habe ich da meine Ansprüche. Und selbstverständlich ziehen wir das auf jeden Fall so durch, ob sie es wollen oder nicht. So Menschen, die Hunger haben und nichts haben, die werden schon mitmachen. So, und selbstverständlich werden wir diesen Menschen helfen, damit sie überhaupt eine Grundlage haben, weil auch sie, auch ihren Ahnen hat man alles gestohlen und hat es dann einfach nur verlebt. Die letzten 40 Jahre und jetzt 23 Jahre weiter. Auch diese Menschen konnten sich nicht ansparen, gar nichts. Also muss man erstmal aufpassen, dass sie irgendwie ein Häuschen kriegen und ein kleines Grundstück.
Volks und sie haben auch genug. Was keinem gehört, was Volkseigentum war, das wird dann ein bisschen aufgeteilt und übergeben, damit diese Menschen wieder eine Grundlage haben und vor allen Dingen eine Rücklage, weil sie auch keine Renten, gar nichts haben. So, und der Rest kriegt dann auch ein bisschen was von uns. So, und das ist unsere Sache. Also, deshalb habe ich keinen zu laufen oder so. Das lasse ich mir nicht nachsagen. Ich brauche keine 10 Schlösser, 5 reichen auch. Und 3 würden auch noch gerade so reichen. Aber dann nur noch gerade so. Das ist unsere Sache, was wir da machen. Wir haben es geerbt dann. Dann entscheiden wir darüber, ne, Nati? So, und wichtig ist, dass diese anderen Penner da nicht mal an die Macht kommen. Damit sich da wieder was aufbauen. So, und arbeiten sie mit uns zusammen und so, werden wir ganz schnell ein paar Erfindungen haben und so weiter. Und sie bauen sich da schön was auf. Wir werden mal sehen, was ihre Länder im Osten da so geleistet haben, was da die Tradition ist und so weiter und so fort. Und wollen mal sehen, dass wir da ein bisschen was aufbauen. Ne, Manchide? Ja. So, und genau soll es sein, so sein, und das möchte ich auch nochmal eindeutig bestätigen. Auch wenn wir mal benebelt sind und ich nicht so ordentlich reden kann. Wir wissen schon, wovon wir reden, und wir wären nicht dumm und würden sowas einfach sagen. Und vieles wissen wir nicht mehr, was wir schon gesagt haben. Aber genauso sind wir und genauso machen wir das. Und fertig. So, meine Ahnen haben es auch schon gemacht. So, sie sind auch reich geblieben dabei. Und anderen Menschen haben sie geholfen. Sie sind nicht arm geblieben. So, und ich möchte